Nita und so weiter und zählt aktuell nur der allererste legendäre Brawler, auf den warten wir noch. Genau, wir sehen auch hier, wir haben auch Brock, wir haben auch einige super seltene, wie zum Beispiel Bo oder Rico, wir haben auch Piper. Aktuell fällt uns eben nur vor allem der erste legendäre Brawler. Auch der Shop wurde etwas erweitert. Wir haben jetzt auch hier richtig geile Angebote. Haben natürlich die Brawler und Big Boxen, haben jetzt aber auch seltene, super seltene, epische und mythische Boxen. Wie würde ich sagen, kaufen wir uns erstmal hier einfach mal eine seltene. Let's go. Mal schauen, was wir jetzt hier ziehen. Werden wir bekommen? Darryl, ja. Darryl ist eigentlich in Ordnung, ist ein ganz guter super seltener. Damit haben wir jetzt auch alle super seltene Brawler. Ist eigentlich ganz geil. Dazu haben wir noch einige neue Sachen für die Brawler. Wir gehen jetzt mal hier auf Darryl und wir sehen, wir können jetzt hier Medaillen sammeln, wir können auch Star Powers sammeln, wir können Marken sammeln und wir können Pins sammeln, um die Brawler zu verbessern. Würde ich sagen, wir können unsere Marken jetzt eben dafür einsetzen, um uns hier jetzt Lebenspins zu kaufen und so eben immer weiter Leben von Darryl zu erhöhen. Von den Pins geht es zu den Marken und dann ganz oben zu den Medaillen. Jetzt haben wir die höchste Medaille direkt für Darryl und können auch direkt dann die nächste Reihe ausfüllen. Das sind die Schadensmedaillen und Pins. Damit können wir mehr Schaden machen. Dann die Superpins, damit kann unsere Super eben mehr Schaden machen oder besser werden. Also finde ich eigentlich ganz gut, was sich Supercell da ausgedacht hat. Und dann haben wir eben noch diese ganz besonderen Marken, die eben nochmal obendrauf unsere Attacke oder unser Leben und so weiter erhöhen können. So, dann sind wir drin in der allerersten Runde mit unserem neuen Brawler Darryl. Wir spielen auch gerade zum allerersten Mal Showdown, den neuen Modus. Da sehen wir eben, wir sind zu 10. Es geht darum, wer am längsten überlebt, der gewinnt das Ganze. Und wir haben es hier schon mal ziemlich Probleme, die ersten Boxen zu holen. Jetzt haben wir hier so einen Crow. Das sind halt die Pay-to-Win-Spieler, die mit ihren legendären Brawlern kommen. Wir werden bald auch mal den ersten legendären freischalten. Das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge versuchen. Mal schauen. Da werden wir auch größere Openings machen. Wir halten uns erstmal in den Büschen auf. Jetzt haben wir schon zwei Power-Dings eingesammelt. Wie heißen die denn genau? Power-Tränke, würde ich sie jetzt mal nennen. Dann verstecken wir es hier in den Büschen. Wir haben eine relativ gute Map, da sind auch sehr viele Büsche. Da ist jetzt hier so ein anderer Darryl, den können wir eventuell jetzt überraschen, die versuchen reinzugehen. Oh, jetzt mit den ganzen brennenden Flaschen hier von Barley, das ist auch gefährlich. Wir konnten jetzt aber ein paar Cubes abnehmen und mal schauen. Oh, jetzt haben wir 6 Cubes. Wir müssen mit diesem anderen Darryl teamen. Dann können wir schon mal ein bisschen besser vorankommen. Aber es ist noch nämlich dieser andere Bull irgendwo im Busch. Da ist auch noch ein Colt außen. Oh, da ist eine Piper, die schießt. Oh nein, weg, 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 wegrollen. Uff, und da sehen wir auch schon eine richtig heftige Fähigkeit von Darryl. Wir sehen auch, wir rollen extrem lange, aber leider sind wir in der Piper gestorben. Trotzdem erste Runde.